Savages. Wir werden von einem guten Kollegen Alaji, bester Mann, der zeigt mir gleich ein Grundstück, so richtig in der Natur. Ne? Also ihr seht, hier ist komplett Natur. Ja, Mann. Und er kann auch Deutsch. Wie geht's, Alaji? Ja, wie geht's? Gut. Ja, Mann. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich filme jetzt extra im Hochformat, ja. Yeah. Yeah, man. Alter, wir sind hier wirklich in der Natur. Verdammt. Ja. Ey Leute, ich bin krass geflasht, ne? Wir sind gerade wirklich in der wilden Natur und das ist schon so richtig savage-mäßig, wie ich das mir auch vorstelle, ne? Und hier habe ich vielleicht die Möglichkeit, ziemlich günstig ein großes Land zu bekommen, also ein großes Grundstück. Und so stelle ich mir auch vor zu leben, ne? Also ganz weit weg von der Zivilisation. Eigenes Camp aufbauen. Wir haben mit dem Rest der Welt nichts zu tun, sozusagen. Ich weiß, es ruckelt ein bisschen. Ich habe jetzt nicht die beste Kamera dabei. Aber es ist eine sehr, sehr spontane Aktion gerade. So Leute, hier ist ein riesenfreies Grundstück mit einem kleinen Tümpel oder Mini-See oder Teich oder wie auch immer man das nennen mag oder nennen möchte. Und da könnte man zum Beispiel eine kleine Brücke darüber bauen. Also mega, um das Savage Camp hier aufzubauen. Das ist bestimmt 100 mal 100. Also riesig. Und ihr seht auch hier, wir sind in der Natur. Die Kühe kommen hier entgegen. Freie Tiere, meine lieben Savages. Schaut euch das mal an. Stellt euch mal vor, Savage Camp ist hier. Was für eine Aussicht. Alter. Dieses Grundstück ist komplett frei, Leute. Das alles kann mir gehören, beziehungsweise uns, meine lieben Savages. Yeah. Mhm. Und hier sind manchmal Krokodile. Yeah, I'm sure they're here, but it looks very comfortable for crocodiles. Yeah. Only the cows and the donkeys. Mhm. And the fox.